Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Dinkum. So, wir müssen auf jeden Fall ganz dringend mit Flat sprechen. Oh, es regnet. Aber es ist voll gut, da müssen wir nicht gießen. Diese Riesenmenge an Pflanzen. Was ist hier neu? Shipping Request. Was hättest du gern? 28 Yellow Wattle Flower. Nein, das kriegen wir sogar relativ easy hin. Die wachsen hier wie Unkraut. Ja nun. Ist Flat schon da? Oh ja, guten Morgen. Zeig mal deine Licenses. Better Pickaxe, ja bitte. Sofort. Außerdem, ja, bessere Axt können wir uns nicht leisten. Advanced Animal Traps oder Wombats. Wir könnten natürlich, ja, die Cargo License wäre halt natürlich auch noch nett, ne? Lass mal auf die Cargo License sparen. Das werde ich total vergessen, aber lass mal auf die Cargo License sparen. Was braucht die Iron Pickaxe? Eine Copper Pickaxe und zwei Iron Bars. Okay, die Copper Pickaxe ist sogar fast hinüber. Da lohnt das total. Lass mal machen. Was ist unser Deal heute? Tier streicheln, Tier fangen, ein Stück Obst kochen. Okay. Zack. Nice. So. So, beide einmal gestreichelt, dann passt es. Gehst du jetzt auch futtern? Dann fülle ich nämlich gleich wieder nach. Das ist doch. Okay. Wie sieht's denn eigentlich oben mit der Falle aus? Ist da was drin? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Da wird gebaut. Das ist okay. Finden wir bei Regen eigentlich andere Käfer? Das sind schon mal drei Yellow Wattle Flower Dinger. Da ist der vierte. 10 brauchen wir insgesamt. Also nicht ganz eigentlich, aber praktisch schon. Da machen die bei Regen andere Käfer auf. Du bist neu, glaube ich. Total, oder? Ah, wobei, nee, den Fiddler Beetle hatten wir, glaube ich. Kommt mir bekannt vor. Frösche hingegen sind mir total egal. Bei Regen müsste es auch. Also, ich weiß nicht, ob es andere Fische bei Regen gibt, aber es gibt vielleicht Fische, die es bei Regen nicht gibt. Weiß ich nicht. Ich angel den da mal. Aber das ist auch nur irgendein Perch, glaube ich. Silver oder Jungle Perch, ich bin mir unsicher. Der Jungle war es. Du bist ein random Stinkbug, ne? Kommst du hierher? Deswegen genau bin ich nochmal losgegangen. Achso, genau, ich wollte Yellow Wattle Stuff finden. Aber da sind wir vielleicht ein bisschen in der falschen Gegend hier. Vielleicht eher hier rüber gucken. Die Dinger können wir nochmal ernten. Da können wir vielleicht irgendwann einfach mal einen Obstsalat machen. Das wäre mal eine Möglichkeit.
Da ist noch was. Wie viel haben wir jetzt? 18, also 10 brauchen wir noch. Hier irgendwas zu angeln. Also ja, da ist ein Fisch, aber ich glaube, der ist nicht so spektakulär. Ich würde tatsächlich, da wir ja auch die Speere noch ein bisschen abnutzen wollen, also ein bisschen nach Südwesten gehen, zu den Bush Devils, in der Hoffnung, dass da einer von noch einen Flamesack droppt. Das fände ich wohl ganz okay. Skorpion. Nehme ich mit. Haben wir zwar schon, aber lässt sich garantiert verkaufen. Ist halt auch so, hey John, ich möchte dir gerne diesen lebenden Skorpion verkaufen. Ich tue ihn dir hier einfach auf den Tresen. Ja, ciao. Also, weiß ich nicht. Finde es auch fragwürdig, dass wir uns den einfach in die Hosentasche stecken, aber nun. So, das sollte an den Mortal Flowers eigentlich reichen, mit dem Strauch hier unten zusammen. Ah, mehr als genug. Easy. Die Jackaroos Platze machen ist halt eigentlich total unnütz, ne? Also können wir machen, aber es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund dafür, glaube ich. So, wie sieht es denn hier fischmäßig aus eigentlich? Ist ein Krokodil am Start. Ist das nichts, was ich sammeln kann? Doch, safe. Was sagen? Genauso wie das da. Wenn ich es denn irgendwann mitnehmen kann. Danke. Bluefisch da unten ist jetzt alles nichts Spannendes. Was bist denn du? Ah, Pink Sea Urchin, okay. Du packst ihn doch bei auf dem Bodenpackern auch in eine Kiste, ist bei John magischerweise auch dabei und wenn dein Inventar voll mit dem Zeug ist, ist der Laden bei John nicht mehr begehbar. Ich sehe das Problem nicht. Da kann John sich drum kümmern. Dann gibt es hier viel zu wenig Fische. Nee. Wo bin ich denn eigentlich hingelaufen? Okay, wie bin ich denn auf die Insel gekommen? Spannend, ist das jetzt eigentlich Ocean hier oder? Tatsächlich, das zählt als Ozean. Okay, dann haben wir hier sogar andere Fische. Theoretisch. Wenn sie nicht gerade. Zu ungeduldig. Sehe ich genau. Dachte ich zumindest. Ach, das ist in Wirklichkeit nur ein Baku-Grunter oder so, ne? Ah, oder das ist ein Black-and-White-Vieh, das kann auch sein. Auf jeden Fall nichts Neues, glaube ich. Naja, Black and White Snapper. Lame. Komm her.
Bleib hier. Geht doch. Duskhawker Dragonfly. Ich glaube, die ist neu. Sagt mir so nichts vom Namen auf jeden Fall. Da ist noch genug dran für irgendwen. Eigentlich wollte ich den weiter oben haben, aber wenn der jetzt daran schwimmt, ist auch okay. Wenn ich irgendwas wie eine Reaktionsgeschwindigkeit gehabt hätte. Okay, der da oben hat gar keinen Bock. Ja, jetzt vielleicht. Das ist in Wirklichkeit einfach nur ein Barsch, oder? Ein Karpfen? Karpfen, glaube ich. Also. Was bist denn du? Weiß nicht, ob das gerade einfach nur aufgrund der Lichtverhältnisse komisch aussah oder ob das wirklich was Neues ist. Wahrscheinlich eher Ersteres. Ja. Black and White Dingsy, as usual. So, eigentlich wollen wir aber ja noch weiter nach links rüber. Alles klar, let's go. Können wir auch mal eine Brücke hinbauen, ne? Okay, auf die Muscheln verzichte ich in dem Fall. Na, da kommen wir doch wieder nicht hoch. Bist du der Standardschmetterling? Du siehst ein bisschen anders aus. Nein, siehst du nicht. Nee, du kannst total bleiben, wo du bist. Will ich irgendwas loswerden? Das auf jeden Fall. Wir gegebenenfalls noch Flamesex brauchen. Wenn wir denn welche kriegen. So, irgendwo. Wir müssen viel weiter nach Norden. Bin auch sonst wohin geeiert hier. Zufällig einer von den fantastischen Riesenfischen unterwegs? Nicht so, wa? Oh, warte. Reicht das, um den zu locken? Nee, shit. Ich glaube, das ist der, den ich haben wollte, aber ich glaube, den haben wir trotzdem auch schon. Na komm schon. Ugh, Blue Spot Flathead, ja, okay. Keine Riesenfischis für uns. Bedauerlich. Bist du ein neuer Käfer? Nein, du bist einfach ein Stinkbug. Okay. Ach stimmt, den Stinkbug, den wir im Inventar haben, können wir im Zweifelsfall auch wegpacken. Den brauchen wir nicht wirklich. Was geht denn da ab? Ach, das ist ein Frosch. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein crazy Fisch, Alter? Kann ich den bitte sofort angeln? Und dann realisiert so, nope. Frog it is. Bedauerlich. So, aber hier müssten doch irgendwo die Bush Devils rumeiern, oder? War das nicht hier in der Ecke? Ah, there we go. Oh. Mir reicht allerdings einer auf einmal. Weg.
ein bisschen kann ich ab, das ist okay. Ha! Flamesack, there we go. So, dann pieksen wir dich nochmal. Fleisch, okay. Aber wir haben Fleisch sogar schon im Inventar, das ist natürlich gut, dann nehmen wir das da oben auch gleich mit. So, hier laufen doch garantiert noch mehr von den Viechern rum, oder? Können wir die doch locker noch ein bisschen dezimieren. Da wächst eigentlich so viel Kram, den ich mitnehmen will, aber es geht halt alles nicht. Hier war ich offenbar schon mal und habe mir da eine Leiter gebaut. Eine Treppe, eher gesagt. Was sind das da? Ah, noch ein Frosch. Gott, die Viecher machen mich fertig, ne? Hier liegen 300 Muscheln rum, die sich aber leider zum Verkauf gar nicht lohnen. Ist das eine normale Fliege? Ich dachte immer, die tauchen im Dschungel auf, nicht am Strand. Nee, weg damit. Niemand will das Ding haben. Was bist denn du? Ja, würde ich auf jeden Fall tauschen. Gegen dich. Aha, wen haben wir denn da? Also jetzt mal bitte nicht das Känguru jagen. Muss mal Prioritäten setzen, Junge. Okay, auf jeden Fall noch ein Flamesack mitgenommen. Davon sind noch zwei von den Bushdevils, sehr schön. Den Speer lasse ich jetzt mal. Oder sind drei sogar? Ich lock erstmal den Stück weg. Hoffe ich, denke ich. Au. Mit dem Kupferspeer geht das schon deutlich schneller. Kommt ihr beide. Okay, das wollte ich eigentlich verhindern. Egal. Auch damit kommen wir irgendwie klar. Hoffentlich. Au. Höre ich bei Regen eigentlich automatisch auf zu brennen? Ich weiß es nicht. Glaube. Erledigt, dann essen wir mal kurz was, damit das nervige Geräusch aufhört. Piekst du nochmal einen Frosch weg, einfach, weil es geht. Ist hier noch irgendwas Nettes zu angeln? Oh Gott, wie muss denn die Map eigentlich richtig hingedreht sein? So ist richtig, ne? Ja. Neue Schmetterlinge? Nee, das sind alles alte Bekannte. Bedauerlich. Nur einen Fisch sehe ich hier auch nirgendwo. Vorne schwimmt ein Hai. Den könnten wir vielleicht nochmal anpieksen, wenn wir. Aber wobei, wir haben eh keinen Platz für das Haifleisch. Können wir die Quallen eigentlich pieksen?
Oh ja, da kommt Jelly Bear rum. Auf die Idee bin ich halt auch noch nie gekommen, ne? Also ich wüsste nicht, wofür ich das im Moment brauche, aber weil wir es eh im Inventar haben, können wir es auch mitnehmen. Was ist denn das hier? Ich würde das gerne lesen. Da stand Read irgendwo dran. Aber das ist voll schwer zu targeten. Kann ich da einfach reingehen? There are parts missing. Ja, was fehlt denn da? Oh Gott, das kann ich mir doch halt niemals merken. Drei Boards, zwei Batterien, okay. Aber was ich auf jeden Fall mal machen kann, ist hier einen Marker setzen mit, kommt einfach mal so ein Stern hin. Ist das Animal Crossing mit Hütte Villager Mod? Naja, nicht wirklich. Es ist mehr so. Oh Gott, warum ist das richtig gedreht? So, ne? Es ist mehr so Animal Crossing meets Stardew Valley. Deswegen auch ein bisschen mit Kämpfen und so. Oh Gott, warum schwimme ich hier rüber? Das dauert doch Jahrhunderte. Ist da auch eine Basis? Ja, ich habe so ein kleines Dörfchen, was ich so nach und nach aufbaue. Da laufe ich jetzt auch mal wieder hin zurück. Ist auch einfach schon mal 18 Uhr ist, muss man zusehen, dass ich langsam nach Hause komme. Ja, möglichst ohne von einem Krokodil angefallen zu werden. Das wird schwierig. Au. Also schiebt mich in die richtige Richtung, das ist okay, das kann es gerne machen. Dann ziehe ich mir einfach noch kurz einen Schnitzel rein. So, dann haben wir auch wieder Hitpoints. Geht schon. Gibt es dann Heiraten von Tieren? Nein, weil die Tiere keine Villager sind. Die Tiere sind halt Tiere. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst, dass nur weil ich hier ein paar Tiere umgehauen habe, dass die Villager sind. Gibt halt schon normale Menschen, die im Dorf wohnen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob ich wen heiraten kann, weil das Ganze ist noch Early Access. Wir müssen mal gucken, dass wir John noch abgreifen. Der kriegt ja noch seine ganzen Mortal Flowers. Ah, Mist, für die Bananen habe ich keinen Platz. Dang it. Okay, den Käfer kenne ich. Okay, wir sind total auf dem richtigen Weg. Perfekt. Wir müssen einfach nur noch stets nach Osten laufen. Dann ist alles hübsch. Vielleicht nicht an der umständlichsten Stelle hier rüber schwimmen, aber okay, passt schon. Einfach ein bisschen weiter südlich die Brücke nehmen sollen. Nun ja, passiert. Ich hatte hier ganz viele Palmen angepflanzt, das habe ich voll vergessen. Gut zu wissen. So, John, hi. Praktisch, dass du hier gerade stehst. Ich habe da was erledigt. Jo. Hier, nimm all das Zeug. Werd glücklich damit. Er gibt uns gerade einen Mülleimer, den wir irgendwo platzieren können. Dafür habe ich aber gar keinen Platz, ne? Ah, es ist mehr ein Container. Ah, das ist jetzt in der Mailbox, weil meine Taschen voll sind, okay. Einfach mal so einen kompletten Müllcontainer in meinen Briefkasten gestopft. Der gute John.
Er weiß schon, was er tut. So, eigentlich wollte ich heute noch verkaufen, aber dafür sind wir leider ein bisschen spät angekommen. Dann muss ich leider noch eine Folge aufnehmen. Hilft ja nichts. Würde mein Inventar schon noch ganz gerne aufräumen. Abgesehen davon, was brauchten wir hierfür? Iron Bar. Achso, ich kann es auch einfach anpinnen. Dann muss ich mir das nicht merken. Und ich muss auf jeden Fall aussortieren. Die beiden Speere verkaufe ich morgen früh einfach. Also viel auszusortieren ist gar nicht, ne? Ja, nicht wirklich. Wir können noch mal ein bisschen Fleisch brutzeln. Okay, wir machen auf dem Grill einfach drei statt eins im Lagerfeuer. Krass. Na komm. Mach mir die Schnitzel fertig. Okay, dann packen wir die drei noch da oben hin. Ist das durch und dann haben wir auch Platz hierfür. So, wo will ich denn das Ding hin haben? Wie groß ist denn das? Okay, geht so. Es kommt einfach. Ist das jetzt richtig rum? Ich glaube nicht. Ah doch, ich hätte gedacht, so rum ist richtig. Irgendwie sieht so rum richtiger aus, oder? Also, dass du so einen Container eigentlich mit der flachen Seite zu dir stehen hast? Aber okay, scheinbar nicht. So, hier können wir jetzt einfach Sachen wegwerfen. Und die werden dann recycelt. Ich habe keine Ahnung, was da draus wird. Ich packe mal spaßeshalber die 6 Knochen da rein. Weil die sich eh nicht gut verkaufen lassen. Dann schauen wir mal. Der Mais ist schon ein bisschen gewachsen. Sehr schön. So, meine Schnitzel da oben sind auch fertig. Sehr schön. Gott, lagen da noch Buschleims rum? Okay. Wir haben kein Obst mitgenommen, ne? Auf dem ganzen Trip. Kann ja auch nichts kochen. Kann ich Jelly kochen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ich habe keine Ahnung, wofür ich das brauche. Ich pack das jetzt mal in die Random-Kiste hier. Was brauchen wir denn eigentlich für einen Obstsalat? Na, für den Gartensalat. Ah, nee. Den wollte ich. Buschleim, Apple. Okay, Buschleims haben wir nicht. Also zumindest nur gekocht. Ansonsten haben wir da unten eigentlich schon alles, was wir brauchen. Da muss ich nur mal ein paar Buschleims aufheben. Bei Gelegenheit. Gut, und ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal pennen. Jo. Das könnte bei Hunting ein bisschen was gegeben haben. Und theoretisch ist ab morgen Winter, oder? Das war ja nicht so erfolgreich. Ja, auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.